Herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme hier von Arma 3. Ja, Let's RP Arma 3. Ich habe gerade einen Topsy zum Besuch und der wird nämlich auch hier zwar nicht in diesem, in diesem Let's RP wird er wahrscheinlich nicht sagen, hoffentlich. Aber es gibt wahrscheinlich bald Aufnahmen auch von ihm. So, und ich... Ich habe dieses RP gestartet, ich habe einfach keine Ahnung, was wir hier machen. Viel Scheiße wird es nicht sein, weil wie gesagt, das ist ein Server, ne? Das ist halt mein Server, wo ich immer drauf spiele, bei den elektronischen Monkeys hier. Und da will ich natürlich auch draufbleiben in Zukunft, ne? Also, ne, da muss ich ja schon mich ranhalten. Also ordentlich sein. Ist auf jeden Fall schon mal direkte Kommunikation umgestellt, dass die Leute mich auch hören. Ist ja schon der Los, ist ja die ganzen Autos und so. So, ein bisschen Kohle habe ich ja. Hallo. So, links unten seht ihr dann, wenn ich rede. Das sieht dann so aus. Dann seht ihr mal, wenn das, was ich sage, dann im Prinzip, ne? Dann, also wenn ich sage, dann hören das auch. Wenn ich was sage und das links unten erscheint, dann hören das auch die anderen. Wen haben wir hier? Kennen wir nicht. Kennen wir nicht. Kann man nicht. Ich muss mir gleich erstmal noch was mit zu essen mitnehmen. Oh ja, ganz dringend. Ganz dringend. Lagerverwalter. Ich hoffe, ich habe hier in diesem Lager überhaupt was drin. Lager öffnen. Items. Schmutzige Box. Leder, Edelholz. Das sind ja schon mal alles schöne Sachen, ja, die ich hier dabei habe hier. Carbonfass, Edelmetall, das brauche ich zum Beispiel nicht, das kann man sich kaufen. Ich lasse es trotzdem jetzt erstmal drin. Alter, nehme ich mir jetzt die Bananen mit. Ich nehme jetzt erstmal die Bananen. So, ist natürlich das Problem. Man muss Lager öffnen. Ne, da ist diese Kartenfragmente und Alphör-Kassetten. So, der Uropax mal reinsetzen. So, das ist hier die Chillout Lounge. Die wurde jetzt auch eingeführt. Ihr seht rechts, da wird jetzt alles eingefroren. Das heißt, ich kann, solange ich hier bin, nicht verhungern, nicht verdursten. Und der Akku von meinem Handy wird nicht benutzt. Sozusagen. Naja, wenigstens ein bisschen was. Benny Benassi. And I can get no satisfaction. Push me. And I just touch me. Until I get no satisfaction. Geil, mal gut, Junge. Geiler Track. Na, aber auf jeden Fall. Junge, der Topsy macht im Hintergrund hier wieder so Geräusche hier. Ich versuche schon leise zu sein. Ich versuche schon leise zu sein. Kann man lauter machen. Ne, hier wird nicht lauter gemacht. Was für eine Tüte? Da muss man in eine andere Tüte gucken. Junge. Der Topsy. Was hast du überhaupt tot? Erdnuss oder was? Pizza-Sticks, Junge. Ist der Wohlstand ausgebrochen. Nur weil er sicher zwei Messerchen geholt hat und die 170 Euro wert sind. Da macht er jetzt einen auf Graf Koks hier. Ich hab euch mit 20 Euro verdient. So, ich kaufe jetzt auf jeden Fall erstmal Auto. Weil ich sag mal, da muss man ja schon mal gucken, dass man hier Garage... Personenkraftwagen? Nehmen wir SUV. Ich hoffe, der ist wenigstens repariert. Also ganz, also, ne? Ja, herrlich, voll getankt und repariert. Weil das Problem ist nämlich, wenn du die einparkst und die sind kaputt, dann sind die auch noch nach wie vor kaputt, wenn du die ausparkst. Sonst war das immer wie so ein Bug.
wenn sie kaputt waren, hast du eingeparkt in der Garage oder Server Neustadt oder so, waren sie wieder repariert. Aber, ja, was macht denn der hier? So. Ey, ich könnte mal an die Müllhalde gucken. Das wäre doch mal eine Idee. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, was ich jetzt machen kann. Außer sinnlos rumfahren. Ich starte hier so ein Let's RP. Und weiß überhaupt ja nicht, was ich machen kann. Ist überhaupt jemand? Ja. Doch. Zwei Leute. Na, das bringt's in der Uhr wieder nicht. Das können wir, glaube ich, lassen. Herrlich. Man muss ja wenigstens mal ein bisschen RP machen können. Ist vielleicht Polizei online? Das können... Wahrscheinlich in Kavala. Oder die Feuerwehr. Um die Uhrzeit bestimmt müsste doch noch jemand online sein. Und Kavala sind die immer direkt besetzt. Also das sieht immer, die besetzen erst Kavala und dann die restlichen Gebiete. Mit der Polizei und Feuerwehr. Ja, aber ich fahre gerade mit 26 oder 25 FPS rum. Ist gerade ja auch nicht feierlich. Junge, Junge, Junge. Wenn ich jetzt die Polizei finde, ja. Wäre das doch mal schon ganz schön edel. Oh, perfekt. Aussteigen. Abschließen. Parking Skills for the win. Alter, war vorsichtig hier. Hallo. Kann man hier überhaupt was Cooles irgendwo machen? Nee. Kannst du Wasser ziehen? Nee, kann ich nicht. Schaltspiel am Arsch. Du bist ein Scheißspiel, Topsy. Die bitte ist mal. Wo ist denn Polizei hin? Ist auch keine Polizei da oder was? Ey, da muss ich nochmal. Das interessiert mich jetzt wirklich mal. Ja, doch, sind ein paar unterwegs. Es wäre natürlich jetzt, wo ist jetzt mein Auto? Ach ja, ich habe es ja vorne geparkt. Irgendwo ist es zwar Metagaming, aber ich sage ja mal so, das hat ja nur auch keinen Einfluss. Ich habe ja davor schon eine Polizei gesucht und das war jetzt einfach nur zur Vergewisserung, ob es sich überhaupt lohnt, noch weiter zu suchen. Weil ich meine, wenn jetzt eh keine Polizei online wäre oder Feuerwehr oder sowas, ich habe so eine dumpfe Vermutung. Die sind oben bei der Crafting Mission. Da sind die garantiert. Außer die Feuerwehr. Die hängen eigentlich immer hier vorne rum. Wenn sie meistens so. Wenn sie lustig sind. Alter, da vorne ist die Feuerwache. Hier gerade voll krachen, ey. Gehende Polizei.
Geh in der Feuerwehr. Nischt. Ist wie ausgestorben. Und dabei sind doch noch Leute online. Erstmal eine Bank ausrauben. Naja, das wäre eigentlich die Idee. Genau. Kannst du mal nehmen. Nein, eine Bank nicht, aber das schaffe ich alleine nicht. Da sind die ruckzuck da. Danke. Aber danke, ja, die hole ich mir jetzt. Hier in Gavala direkt gleich. Na, da gucken wir jetzt mal. Aber ich weiß genau, wenn. Genau dann, wenn ich anfange, ja, Tankstelle auszurauben, dann sind sie da. Ja, dann kannst du doch ein schönes RP anfangen. Na klar, mache ich da ein schönes RP. So. Habe ich die Waffe überhaupt noch? Ja. Muss ich hier. Warte, wie war denn das? In der Tür. Hast du doch gesagt. Erstmal in der Runde. Ja. Ne, scheiße, warte mal, wie nehme ich nochmal die Waffe raus? Da! So. Jetzt. Was? Ist nicht genügend Polizei online. Alter. Toll! Den Typen kannst du auf den Wolf hauen. Auf den Aus. Nee, das Inka war da nicht. Das war. Das war so, ne? Naja. Na, mehr oder weniger. Also mehr weniger als mehr. Ah, okay. Also mehr, nee. Wenig. Du weißt schon, was ich meine. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr den Topsi hört, der hängt hier im Hintergrund an seinem Laptop, der vorher mal meiner war. Hat er sich abgekauft von mir. Ich habe ihn ja nicht mal gebraucht. Naja, und auf jeden Fall sitzt er da und ich nehme hier ein bisschen auf. Herrlich. So, Bananenplantage ist ja safe so. Und da will ich auch keinen Stunk machen. Das Tolle ist ja, ich hab eine Waffe und dafür aber keine Munition. Ich habe nichts dabei, ein Inventar, ein bisschen Bargeld habe ich dabei. Das ist schon mal nicht schlecht. Das Problem ist, wenn ich jetzt zur Crafting Mission hinmache, dann bin ich tot. Sowieso. Es gibt ja die Leute, die sind richtige Hardcore-Gamer, ich komme ja kaum zum Zocken. Ey, aber ohne Scheiß, ne? Ja. Na, du doch nicht, Topsi. Das war jetzt so allgemein so lamentiert. Ey, dass du keine Polizei und nichts siehst. Da vorne ist eher sowieso keine Polizei. Nee. So, mal schnell hier overtaked. Diese scheiß Nachschubkiste, da sind jetzt eh alle Flöckern so dahin. Da rennt jetzt jeder hin. Ich bin total unbewaffnet. Also schon eine Waffe habe ich, ja, aber... Keine Munition dafür. Ich könnte mir jetzt erstmal Werkzeugkasten kaufen zum Beispiel. Das wäre mal eine gute Maßnahme, weil ich nichts dabei habe. Scheiße. Ich habe auch kein Handy-Akku. Na, von sich aus, da musst du. Die halten auch ja nicht an. Ja nicht. Scheiße. Ich könnte jetzt warten.
Das ist ja eh keiner da, wer soll mich hören? Wenn einer vorbeifährt, dann hören wir noch stehen bleiben. Oh, der Feuerwehr! Hallo, Hilfe, 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 hallo! Au, ey, hallo, ich bin verunglückt. Ich bin verunglückt, junger Mann. Gucken Sie mal. Och, guck. Hey, nein, alles klar bei dir. Guck. Bei dir? Na, muss ja. Guck mal, hier, da war auf jeden Fall. Was hast du denn angestellt? Naja, mein Betonhobel, da lag so schwer im Kofferraum drinne. Und mich hat auch meine Frau angerufen, weißt du? Und da haben wir uns zwar ein bisschen gestritten, aber ich glaube, die wollte mir noch irgendwas, irgendeine Sensation sagen. Die hat nämlich gesagt, ich glaube, mein Schwein pfeift und hat aufgelegt. Und da wollte ich jetzt mal hinfahren und mal gucken, wie so ein Schwein sich anhört, wenn das pfeift. Sei noch nie gehört. Sensation hat dich direkt hier aus der Kurve gerissen, oder was? Naja, na klar. Ich habe mich so gefreut, der pfeifende Schwein. Die hat gesagt, ich glaube, mein Schwein pfeift, hat aufgelegt. Und ja, habe ich mich gefreut und außerdem den Steuer verrissen. Naja, und da bin ich hier gelandet. Ich meine, was würden Sie denn machen, wenn Sie auf einmal erfahren, da gibt es ein pfeifendes Schwein? Das ist genauso wie damals, aber da war ich gleich zu spät oder so. Da hat meine Oma gesagt, ich glaube, mein Hamster bügelt. Zwar hatte meine Oma nie ein Hamster gehabt, aber, ne? Der Gedanke zählt. Ein bügelnder Hamster, das wollte ich auch unbedingt sehen. Habe ich auch nicht, ich weiß es nicht. Wo ich da war, da war sie dann weg, aber sie hat ja auch gesagt, sie ist dann immer zum Gartenspielen. Ne? Naja, dann war sie halt nicht da. Die alten Leute und ihre Karten, ja. Ne? Das kennen wir doch. Ja, so Romy und so. Was sie halt so alles spielen. Ne, Skat, Ganaster, Mau Mau, Strip-Poker. Knack. Na, mit Knack kenne ich mich nicht so aus, aber das ist ja eher so ein Spiel für sie, so, weil, was so mit Knochenbrüchen, da habe ich keine Ahnung. Aber sie kennt sich damit ja aus. Deswegen. Kennst du das nicht mit dem Knack, wo man dann hier mit 3S, was dann super Knack ist und sowas? Sag mal, Paula, hast du alles verlernt aus der Ossi-Zeit? Ja, das ist schon eine Weile her, weißt du? Das ist. Ich finde es ja selber schade. Auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall setzen wir uns bald mal wieder zusammenmaken. Das steht außer Frage. Ich sage auch meinem Großcousin mal wieder Bescheid, der soll mal wieder einen Feuerwehrdienst. Aber ich muss jetzt los, mal bei meiner Frau pfeift Schwein! Na? Schick uns mal eine Aufnahme von dem pfeifenden Schwein, ne? Na klar, mach ich. Ciao! Bis denn, Paula! So. Es hat doch gut geklappt. Haben wir noch nicht gehupt. Jetzt kann ich's Dankeschön. Mal sehen, wie weit wir jetzt kommen. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Deswegen muss ich mich beeilen, weil denn sonst wird's ihm zu warm. So. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Achso, eine Feuerwehr suchen. Hat sich jetzt gerade erübrigt. Was haben wir denn hier? Nee. Oder vielleicht wieder das SEK. Man weiß es nicht. Stimmt. Ich könnte mir mal noch Munition holen. Dip, 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 dip. 2 Minuten. Bis zur Crafting Mission. Fahr ich auch nicht hin. Ich will da nicht sterben. Es wäre total bescheuert. So, da hole ich mir gleich mal nochmal 2 Werkzeugkästen am besten. Machen wir mal.